Leute, wir müssen noch mal über den Sear-Nerf sprechen. Wer mein Video von gestern nicht gesehen hat, seht ihr nur auf YouTube, geht 13 Minuten. Es geht um das Mid-Season-Update. Die Patch-Notes sind draußen. Nächste Woche Dienstag geht's los. Sear-Rework. Es ist nicht einfach ein Buff-Nerf. Es ist so viel, dass es ein Rework ist. Darüber müssen wir jetzt sprechen, denn an allen Anschein nach haben wir alle etwas übersehen. Ich habe es angesprochen, aber objektiv betrachtet hat keiner wahrscheinlich so richtig drüber nachgedacht, was das eigentlich in Ranked oder in Tournaments für Folgen hat. Und es kann tatsächlich sein, dass Sear OP ist. In dem Mid-Season-Update geht es ansonsten noch um ein Nerf für die Nemesis und jede Menge mehr. Es lohnt sich also dort auf YouTube, ausschließlich auf YouTube, auf keiner anderen Plattform, weil es einfach zu lange geht, 13 Minuten, lohnt sich da reinzuschalten, wer das verpasst hat. Wir müssen jetzt aber drüber reden. Nebelpanda, ein Abonnent von mir, hat mich darauf aufmerksam gemacht und erst dann ist mir klar geworden, ich habe das natürlich angesprochen, aber mir war gar nicht klar, was das für Folgen hat. Ich blende euch nochmal ganz kurz nur den Ausschnitt vom Sear Rework ein. Es wird zwar hier nur geschrieben, Buff, Nerf, hast du nicht gesehen, aber guckt euch einfach mal die Masse an. Es ist faktisch ein Rework und alles, was grau hinterlegt ist, ist ein interessanter Buff. Der Rest mehr oder minder Nerfs. Natürlich wurde der Herzschlagsensor extrem genervt, die taktische wurde ordentlich genervt, Abbruch von Heilung, Wiederbelebung, Respawn-Sender, das wurde alles entfernt, das klingt alles krass und was es hier vielleicht ausmacht, aber in der Realität bekommst du das ja tatsächlich doch relativ selten ab, wenn man mal genauer drüber nachdenkt und eigentlich hat es kaum einen Effekt auf das normale Gameplay. Ulti kannst du natürlich nur noch 15 statt 50 Meter weit schmeißen. Das ist alles uninteressant, wenn wir uns jetzt nochmal ganz genau durchlesen, was mit der taktischen Fähigkeit eigentlich passiert ist. Und ein Stück weit könnte man sagen, dass Sear jetzt der bessere Revenant ist. Jetzt zieht es euch nochmal ganz genau rein. Feuergeschwindigkeit der taktischen Fähigkeit wurde um 30% erhöht. Das ist schon mal Nummer 1. Und das macht in Verbindung mit dem Rest einfach einen großen, großen Effekt. Jetzt kommt der zweite Punkt, die zwei graue Leister. Wer von der taktischen Fähigkeit getroffen wird, wird für 2,5 Sekunden verlangsamt. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob das derselbe Slow-Effekt ist, wie wenn du angeschossen wirst. Du kannst dich nur noch langsamer bewegen, kannst dich aber ganz normal schnell drehen. Oder ist es derselbe Slow-Effekt, wie wenn du durch einen Watson-Zaun läufst? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber da würde ich sagen, wie ein Watson-Zaun, so wird es wahrscheinlich nicht wirken. Aber in Verbindung mit Dauer von Stille wird von 1,75 auf 10 Sekunden erhöht, was nichts anderes bedeutet. Und das war mir nämlich nie klar. Ich wusste nicht, dass wenn ich die taktische von Sear abkriege, dass ich meine Fähigkeiten für 1,75 Sekunden nicht benutzen kann. Quasi wie die taktische von Revenant. Nur, dass es jetzt genauso lange hält wie bei Revenant. 10 Sekunden. Und ich möchte euch einfach mal klar machen, was Revenant für, was Sear für einen Wirkungsbereich hat. Ich habe mir jetzt auf der Firing Range einen Spot gesucht, der ist hier ungefähr 60 Meter weit weg und ungefähr 60 Meter geht ja jetzt dieser Scan. Ich schalte das jetzt mal an und ich habe gerade 3 Gegner gesilenced für 10 Sekunden. Die können 10 Sekunden lang ihre Heildrohne nicht schmeißen, können sich nicht wegphasen, wegporten, irgendeine Ulti aktivieren oder sonst was. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz den Revenant-Wirkungsbereich an. Das sind 10 Sekunden Silence auf 1,5 Quadratmeter. Und das ist der Silence-Effekt auf einen verdammten 60 Meter Korridor, wo wir einfach mal ganz viele Gegner gleichzeitig treffen können. 2,5 Sekunden lang langsame Bewegung, ein leichteres Ziel für deine Teammates. Und einfach mal 10 Sekunden keine Fähigkeiten. Du müsstest ja dann theoretisch auch in der Lage sein, eine Rampart zu kontern, die vielleicht ihre Schieler gerade rausgeballert hat oder die Barrikaden. Da bin ich mir jetzt aktuell tatsächlich nicht ganz so sicher. Aber ansonsten kannst du alle Legenden davon abhalten, dir richtig auf den Sack zu gehen. Und wenn du ein gutes Squad hast, wenn du jetzt nicht gerade mit Randoms unterwegs bist und du bist ein guter Seer und ganz gute Calls geben, hast die Gegner im Visier, du kannst deinen Kollegen sagen, pass auf, flankier schon mal ein bisschen, ich hau gleich meine taktische raus, dann können die sich erstmal nicht so schnell bewegen, keiner kann sich verpissen, keiner kann sich heilen, feuerfrei, taktische raus, alle sind glücklich und das wird der größte Abfuck der Welt. Und genau das ist es, was, glaube ich, alle von uns bis auf Nebelpanda wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Moment, was waren eigentlich noch?
Ja, natürlich. Alle, die von der taktischen Fähigkeit betroffen sind, werden natürlich noch mit einem Bedrohungsumriss versehen. Das heißt, unsere Teammates können die Gegner auch leichter sehen, wahrscheinlich auch durch das Caustic Gas, durch den Bangalore Smoke. Ihr müsst aber eine direkte Sichtlinie haben. Das heißt, wenn irgendwo ein Hindernis dazwischen ist, seht ihr die nicht. Aber im Endeffekt, wenn wir es mal ganz genau so betrachten, wie ich euch das jetzt ungefähr versucht habe nahezubringen, ich hoffe verständlich, müssen wir davon ausgehen, dass Seer wahrscheinlich nicht genervt wurde, sondern einfach fürs Endgame gerade im Ranked, vielleicht im hohen Ranked, OP sein könnte. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Übertreibe ich es vielleicht ein bisschen, übertreibt es vielleicht Nebelpanda ein bisschen, aber darüber müssen wir nachdenken. Das könnte echt heftig werden. Und wenn wir diese ganzen Sachen noch einmal irgendwie als ein Ganzes sehen, sind die Nerfs eigentlich Pillepalle und eigentlich nicht der Rede wert, weil das könnte richtig abfacken. Sind wir doch mal ehrlich. Und ich erlebe es tatsächlich sehr selten, dass ein Seer in der Nähe ist, wenn ich in der Hektik mich heilen will, dass der ausgerechnet mich trifft. Das passiert eins von 100 Spielen gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist das eigentlich total uninteressant. Und darüber habe ich einfach bei dem Patchnotes nicht nachgedacht. Lasst uns mal kurz drüber nachdenken. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Es lohnt sich auf jeden Fall drüber nachzudenken. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass der uns in Zukunft ganz schön auf den Geist gehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.